So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Vice City. Wir machen heute weiter mit den Luffist-Missionen. Und wir fangen an mit der PR-Tour. Tommy! Tommy, man, that psycho's back! What's going on? That psycho won't leave Luffist alone! You didn't kill him, man! And now he's back! Yeah, the thing is... The thing is, we need someone to drive the limo we can trust, because that nutter keeps making threats! Shell me, I need my mom! We're all breaking ourselves, man! Okay, guys, calm down, I'll handle this. Normally, I wouldn't busy myself with driving around a bunch of drunken Scottish bisexuals. But in your case, I'll make an exception. So, da ist die Limo. Ist das eine Waffe, die die Hand hat, wo da was rausguckt vorne aus der Schiebetscheibe? Time for a well-earned drink. Are you finished just 100 yards to the road, then? Better make it a large one, then. Hey, Tommy, change the tunes, man. I get all confused if my head's nae banging. Ah, look, what's this? Hey, Tommy, stick this tape on. Luffist, your time polluting the airwaves is over. I gave you the chance to be friends. Well, now I'm giving you the chance to die. You try and slow down, your limousine will explode along with your big airy asses. Yep, this is the mission. You've got to save the band. I'm getting bored of this. Just keep the pedal to the metal. We gotta find a bomb. Can't we just drive around all day? Ups. Das war keine Absicht. Das war keine Absicht. Das war wirklich keine Absicht. Ich dachte mir geil. Ja, das passt schon irgendwie. Die kriegen wir hin. So, das können wir ja wegdrücken. Ich wollte nämlich in Ruhe wenden. Verpisst euch. Ich will eigentlich mehr oder weniger auf die Dingsspur. Hier wollte ich hin. I've seen this on the telly. You gotta pull out one of the wires. Which wire? I don't know, man. I don't have a clue. Willie, see something. Ja, nee, ist klar. Verpiss dich an der Spur. Tommy, man. Keep driving fastball. Somebody do something. I clever. Somebody do something? What kind of crap is that? I've seen braver queens. Okay, tough guy. You do something. Look, man. I play a musical instrument. And I have a clue at my board disposal. Willie could just suck the boom. Oh, yeah, aber war mir klar. Oh, Glory seeker. Capitalist! I've been carrying you for years. Shut up, you muppet. Big screaming girl. Aye. Shut it and pull a wire. Which wire? This one. No. Man, we're okay. We ain't been blown up. Tommy, man, nice one. Bombenschaft, sehr gut. Oh, man. And we got a gig to go to. A racket to make. Groupies to abuse. Oh, fist. Oh, fist. Oh, fist. So, bitte. Oh, nee. Chauffiere Luffist zu ihrem Auftritt. Gott sei Dank haben wir die Nummer geschafft. Naja, es war tatsächlich auch genau die Mission, die ich so ein bisschen im Kopf hatte. So, eigentlich wollen wir jetzt als nächstes ein bisschen Sachen kaufen. Oh, verpiss dich von meiner Spur. Warte mal, wir können ja darüber fahren. Wir brauchen ja. Wir sind hier in GTA. Wir brauchen uns nicht an irgendwelche Verkehrsregeln halten. Wofür auch? Oh, der Radfahrer. Oh, schade, ich wollte. Oh, das war keine Absicht. Da stand der Laternenpfahl im Weg. Wo ist denn das? Hier? Ah, hier.
show you our temple of rock. Get a feel for the love this tree. Listen to yourself, man. It's paper mache and gaffer tape. Hey, to the kids, it's a temple and we are the priests. Aye, well, if the kids like the priests have cut and grown dead, who am I to argue? What? Kids getting chewed up again? This rate will never get a play alive. Oh, shite. My bowels. I forgot your ointment, Dad, so thanks again, Tommy. Give him a nice one. Bye. Bekomme ich schon noch mal irgendwas, oder? Erstmal eine Mission, die abgeschlossen ist. 8000? Ach nee, ich dachte das ja. Okay, ich dachte, wir hätten. Sind wir jetzt schon wieder mit den Laughs durch? Okay. Was machen wir denn als nächstes? Was haben wir denn überhaupt noch? Da ist eine V-Mission. Wir haben noch den Colonel, den ich hier noch machen würde. Hier oben sind noch Triaden-Dinger. Aber ich würde mal spontan sagen, wir fahren runter zum Colonel. Damit wir den auch irgendwann mal abschließen können. Klapp mir hier weg. Komm mal her. Hallo. Ach, geht's mir nicht. Ernsthaft? Ah, nee. Falsche Taste. So, jetzt kommen wir jetzt hier. Box mal kurz die 2 runter hier und den Abflug. Nee, was ich anders. Warte mal, ich wollte eigentlich was anderes machen. Und zwar werde ich jetzt mal gucken. Oh, Hilfe. Ego-Perspektive und so, das ist nicht meins. So, ich wollte euch eigentlich noch was zeigen. Genau, ich habe nämlich die Stelle gefunden. Und zwar, let's go. Das Ding hier ist ein Polizeifahrzeug. Und zwar vom FBI, ein FBI Washington. Nur so nebenbei, für Leute, die es nicht kennen. Die Stelle nicht kennen. Und hier ist der Schutzweste, geil. Die wusste ich jetzt nicht. Ich bin eigentlich auf der Suche nach einem Päckchen gewesen, einem versteckten. Seht ihr? Das kann nichts Gutes sein, wenn ihr irgendwo schon. Wenn ihr irgendwo schon ein verstecktes. Alter, viele Cops sind momentan hier unterwegs. 4 Stück. Gut, mal die Polizeiwache ist hier nebenan, ne? So. Gut. Wir fahren zum C. Aber eigentlich will ich noch was anderes gucken. Fällt mir gerade ein. Und zwar möchte ich schauen. Hilfe. Möchte ich gerne mal was schauen. Und zwar können wir schon Immobilien kaufen. Oh, ja, die haut sich hier ein bisschen auf die Fresse. Und zwar möchte ich gerne gucken, ob wir die. Nein. Ich hatte nämlich geguckt, ob wir das Taxiunternehmen kaufen können. Na gut, hier sind die Kubaner und die Haitianer gerade ein bisschen beschäftigt miteinander. Die werden wir noch früher oder später. Selber noch an der Backe haben. Spätestens haben wir mal die Triadenmission machen. Wir wollen nämlich. Das ist mein großes Ziel. Alle Immobilien. Oh, boah, Hilfe. Und alle Missionen machen. Das ist eigentlich so mehr oder weniger mein großes Ziel in GTA Vice City bei diesem Let's Play. Wir haben viele schlimme Missionen schon überlebt. Meiner Meinung nach die bisher schlimmste war das Thema mit dem Begräbnis. Nicht, dass die Mission an sich schlimm ist, sondern ich habe mich ja, sondern nur, ich musste sie sehr oft wiederholen. Das war eigentlich so der Gedanke. Aber okay.
Oh, es läuft 99 Luftballons auf dem Radio. Ich habe das Radio ganz bewusst ein bisschen leiser gedreht. Ne? A, damit ich quatschen kann. Und B, wegen GEMA-Geschichte. Ich meine, ich verdiene mit meinen Let's Plays keine Kohle, daher ist es nicht weiter tragisch, aber trotzdem. Jo, liebe Leute, in der nächsten Episode geht's dann weiter mit dem Kolonel.